Moin, moin! VfB Stuttgart gegen Bremen. Neunter gegen Vierter. Und nach zwei Unentschieden und ein Dreier gegen Hannover im letzten Spiel, denken wir, da könnte noch mehr drin sein. Ja, mal schauen. Erstmal dich reinholen, wenn ich kann. Und dann sehen wir gleich, wie viel da geht. Stuttgart ist ja auf dem vierten Platz, da wäre natürlich praktisch, wenn man da drei Punkte holen könnte. Kann ich mir nicht durchnatzen, ne? Da läuft Borowski dann vorbei. Keine Chance. Null. Chance. Deswegen steht es auch noch 0-0. Ja, höchste Konzentration ist hier gefragt. Was war jetzt wieder los? Was haben wir gemacht? Ich habe es gesehen, irgendwie. Gut aufgepasst von Julio Cesaro. Nehmen wir den nächsten. Schade. 20 Minuten um und eine halbe Chance hatten wir. Dafür müsste jetzt der Gegner auch eine halbe Chance kriegen. Insgesamt gibt es eine ganze. Mal schauen. 25 Minuten um. Müssen wir aufpassen. Die haben ja schon 5 Abwehrspieler. Hallo. Nein, 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 nein. Ah, dann muss der lang spielen, weil du ja zu nahe kommst wahrscheinlich. Dann, ja. Zumindest hat den Einwurf geholt. Und den nächsten Einwurf. Ah! Ulreich ist dran. Ja, ein bisschen ruhiger und verhaltener sind wir heute. Wir haben uns mal vorgenommen, dass wir mal versuchen, uns wirklich auf das Spiel zu konzentrieren, damit wir aus dieser Tiefserie, diese endlose Tiefserie, dass wir da rauskommen.
bisschen so eine Siegesserie aufbauen. Weil das Tief ja... Lauf, Tusky! Haskell! Erste Halbzeit ja gleich vorüber. Zum Glück. Schon wieder los, ja. Und sag mir. Eine Minute Nachspielzeit, sagt der Schiri. Da kommt Silvestre nicht ran. Weil er auch der Topscorer ist, deswegen steht er da vorne. Zeit. Dambo läuft trotzdem im Ball hinterher. Er ist noch nicht ausgelastet. Gucken wir nochmal. Halbzeit, zumindest kein Rückstand, das ist schon mal gut. Hier spielen auf Ballbesitz. Wie auf Konter. Wird man sehen. Müssen wir also Konter provozieren. Und Silvestre versucht daran zu bleiben. Borowski. Und sind trotzdem durch. Merkwürdig, ne? Also ich verstehe nicht, was das Prinzip ist, wenn man 5 Abwehrspieler hat, wieso die dann trotzdem so gut durchkommen. Ja, ich glaube, das ist einfach diese... Man müsste mehr in den kleinen Feinheiten einstellen. Spielerunterstützung, Raum und sowas alles. Die stehen einfach auch verkehrt. Das Stellungsspiel ist total für den Moas. Du siehst ja, da greifen 3 Leute einen Ballführenden an. Und es ist natürlich klar, dass da 2 freistehen. Fünfzigste Minute. Natürlich auch sehr ermutigend für die Abwehrspieler, wenn da gleich da... Geht's noch, oder was? Komm hier nicht ran. Kommt keiner ran. Abstoß! Ja, gleich der Abstoß in die... Aber das geht, das geht. Knapp kann er es noch machen. Ah. Ach. Ja, kann er sagt mir auch nicht mehr ran. Wollen die denn hinspielen? Vor und Tor. Revanche. Revenge. Nein, nein. Das ist echt ganz komisch. Ich komme mit dieser Defensivarbeit nicht so richtig klar. Geh weg von mir. Borowski. Warum nehmt ihr nicht einfach euren schwachen Fuß, wenn ihr auf dem Fuß steht? Hä? Was soll denn das? Nehmt ihn doch einfach. Man kann doch mit dem schwachen Fuß genauso gut schießen. Vielleicht nicht so stark, aber man hat doch Power drin oder was? Das ist so, als ob wären die irgendwie auf einmal Fußlegastheniker. Die laufen auch mit dem anderen Fuß, also können sie auch damit schießen. Du bist... Oh, nicht verkehrt. Ey, pfeif doch mal, du Pfeife, ey. Ich finde das blöde Vorteil nicht, das ist kein Vorteil. Nee, zumindest, wenn man nicht an seinen eigenen Mann vorbeikommt, ne? Och, spiel doch bitte auf Darnbogen. Jetzt reicht's! Mann! Das gibt's doch nicht!
Ich spiele mir hier schon den Daumen blutig. Ich kann gleich nicht mehr lenken, wenn das so weitergeht mit diesen. Ist ja unmöglich, wie die da rangehen. Das ist ja echt. Da wird nichts gepfiffen. Ist doch kein Rugby hier. Ja, bestimmt, ey. Also den Ball darf man noch berühren, ja? Endlich, ey, Mann! Muss erstmal der Darm wo sich durchtanken hier. Obwohl er gar nicht so schnell ist, ne? Das richtige Tick. Naja, wenigstens steht es noch 2-0. Hauptsache wir führen. Ey, komm schon. Begrüßen wir. Minute. Oh, dreh dich doch bitte in die andere Richtung. Von uns, sehr gut. Das ist echt zum Mäusemelken. Nein. Guck, dann kommen echt die geilsten Pässe rein. Wir müssen nur bing, bing, bing. 87. Minute. Ich war eigentlich mental schon bei dem Außen. Und ich war physisch in dem anderen. Naja. Ja, 3 Punkte. Oh. Es werden nicht mehr viele Tore geschossen. Es sind ja schon 6 Punkte insgesamt. Es werden nicht mehr viele Tore geschossen, es wird sich nur noch auf Sieg konzentrieren. Wenig Commentary, viel spielen. Yes. Wenig Commentary, viel spielen, wenig Spaß. Yippie-ki-yay. So, jetzt wird der nächste angepeilt. Leverkusen. Wen haben wir gerade gespielt? Wir haben gerade gegen Stuttgart gespielt. Ah. Genau, die haben wir einen Platz runtergeholt. 2 sogar. Oder 1? Boah, ich weiß es nicht. So. Die sind erledigt, das heißt, wir sind erledigt. Ja, unser Heimstadion für eine Fußballfestung. Ich freue mich, hier mitteilen zu können, dass wir die Bonusbedingungen erfüllt haben und ihr könnt uns alle mal prödeln, möchte reden. Ich freue mich, Juri. Was? Du hast letztes Spiel gespielt, Mann. Oder nicht? So, es beginnt eine kleine Serie, ne? Ich brauche euch wohl kaum zu sagen, dass die Fans den Rand voll haben. Ihr kriegt auf dem Spielfeld ja genug zu hören. Wir müssen ihnen mal wieder Grund zur Freude geben. Dafür müssen wir in jedem Spiel 3 Punkte einfahren. Ohne Wenn und... Ja. Ohne Wenn und... Ohne aber, Wenn und... Um so sauber vergessen. Ohne Wenn und... So, ein Leute möchten wir reden, Prödel. Ja, ich probiere taktisch was aus. Ja, immerhin. Weihnachten steht vor der Tür. Die Rasenhacker haben schon wieder ihre Mützen auf. Aber boah, die meisten Tore. Oh. Da ist er, der Supercup. Boca Juniors. Na, ob das was wird? Mutt. Frauen nämlich Geld. Das ist noch. Ja, das wäre mal wieder ein bisschen Geld, ne? Das wäre natürlich super. Eine Veränderung. Nichts. Boca Juniors. Die zaubern einmal im Kreis.
Und ich möchte was nachschauen. Finanzen, erwartete Einnahmen. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Ich glaube, nach der Saison ist, glaube ich, Schluss, weil wir dann bankrott sind. Minus 32 Millionen, alter Verwalter. Ja, wir kriegen ja noch Geld wieder rein, ne? Stimmt, ja. Ja. NBA, die Fans und so, wie schriften wir unsere Fans. Der Pokal wäre auf jeden Fall schon mal gut, wenn man den kriegen würde, dann... Ja. Das ist richtig. Und dann werden wir nächstes, nächstes Spiel gegen die Boca Juniors bestreiten. Auf jeden Fall. Eine kleine Serie bahnt sich ja an, vielleicht können wir die mit in den Pokal nehmen. Okay, bis später. Tschüss.